Bundesrätin, geschätzte Hüterinnen und Hüter und Verteidiger der Grundrechte und der Menschenrechte. Treten Sie nicht ein auf dieses Gesetz. In der Bundesverfassung im Artikel 32 gibt es zwei Sorten von Menschen, Schuldige und Unschuldige. Und als man das geschrieben hat, hat man sehr wohl gewusst, dass es auch Menschen gibt, die vielleicht irgendwann einmal schuldig sein könnten. Dass es Menschen gibt unter uns damals und heute, die vielleicht Böses vorhaben. Aber man hat sie nicht in die Verfassung aufgenommen. Man hat nicht geschrieben, und für Personen, die vielleicht einmal etwas anstellen könnten, schaffen wir noch ein Sonderrecht, wo dann die Polizei separat für sie entsprechende Settings aussprechen kann. Das hat man nicht in die Verfassung geschrieben, mit gutem Grund. Weil wir den Grundsatz des Habeas Corpus aufgenommen haben, wonach eine Person nur dann Zwangsmaßen zu erwarten hat vom Staat, wenn sie etwas angestellt hat, wenn sie ein entsprechendes Verbrechen begangen hat oder wenn Fluchtgefahr besteht, nachdem sie in flagranti erwischt worden ist oder ähnliche Dinge. Das ist klar geregelt. Aber eine Präventivhaft für jemanden, der vielleicht einmal ein Verbrechen begeht, das sieht die Verfassung nicht vor. Und nun schauen wir, was ist jetzt passiert? Was haben wir denn seit den 9/11-Vorfällen gemacht? Haben wir die Hände in den Schoß gelegt und zugeschaut, wie sich der Terrorismus vielleicht auch in der Schweiz ausbreitet? Nein, das haben wir nicht, meine Damen und Herren. Wir haben verschiedenste Maßnahmen ergriffen, haben Gesetze geändert und haben Kompetenzen erweitert. Wir haben zum Beispiel das Nachrichtendienstgesetz modernisiert. Wir haben dort neue Mittel und neue Kompetenzen geschaffen. Wir haben das Bundesgesetz über die Post- und Telefonüberwachung revidiert. Wir haben dort neue Kompetenzen und Möglichkeiten geschaffen. Wir haben die Strafprozessordnung gerade diese Woche revidiert. Zusammen mit den europäischen Staaten haben wir entsprechende Maßnahmen ins Strafgesetzbuch aufgenommen und eines der großen Probleme, nämlich die Reise und die Anwerbung für den Dschihad, jetzt harmonisch oder harmonisiert unter Strafe gestellt. Das sind tatsächlich Lücken, die bestanden haben. Wir haben auch ebenfalls in dieser Session im Strafgesetzbuch eine neue Bestimmung auf den Weg geschickt, die die Situation klärt von Personen, die verurteilt worden sind und aus der Haft entlassen werden sollen, wo aber ein Gericht sagt und die Vollzugsbehörden sagen, diese Personen stellen weiterhin eine Gefahr dar. Weil sie schon etwas angestellt haben, weil sie uneinsichtig sind, weil sie keine Therapien machen, weil sie Gespräche verweigern und so weiter. Wir haben diesen gesetzlichen Rahmen ebenfalls geschaffen. Und jetzt, was wir jetzt hier haben, oder, das ist ein Gesetz, das dann basiert auch auf diesem Unvermögen, eigentlich umschreiben zu können, was wir denn eigentlich wollen. Und dann hat man eine gute Idee gehabt, man hat den Gefährder erfunden. Das ist eine tolle Sache, so ein Gefährder. Da weiß jeder, was gemeint ist damit. Das ist einer, der könnte gefährlich sein. Das ist ein Gefährder. Aber schauen Sie sich einmal an, was man im Gesetz dann geschrieben hat, wie sich das dann umschreibt, wie ein Staatsanwalt, ein Polizist, ein Richter dann letztlich entscheiden soll, ist jetzt das ein Gefährder oder nicht. Das ist eine vollkommen vage Umschreibung, die noch gefüllt werden kann, dann mit je nachdem, was man dann Lust hat. Vorher wurde von der Mehrheit unter anderem ausgeführt, oder das, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und das, meine Damen und Herren, das soll dann der Grundsatz sein in einem liberalen, freiheitlichen Rechtsstaat, entsprechende Freiheitsrechte einzuschränken auf einer Basis von er könnte, würde, hätte, Fahrradkette. Das ist keine Rechtsgrundlage für Freiheitseinschränkungen, auch wenn wir das jetzt hier elegant irgendwie umschiffen und umschreiben wollen, was wir denn damit meinen. Wir haben auch den Aktionsplan, den Nationalen, ins Leben gerufen. Wir haben all die Gesetzesänderungen, die ich schon erwähnt habe, veranlasst. Und nun nochmals etwas darauf zu setzen, wovon wir das Gefühl haben, wir können dann noch die letzten und allerletzten Probleme lösen. Absolute Sicherheit gibt es nicht, meine Damen und Herren. Aber was ganz sicher ist, ist, dass wir verpflichtet sind, die Grundrechte und den liberalen Rechtsstaat und in dubio pro reo hochzuhalten. Denn gerade diese Kreise, gegen die wir uns hier alle stellen, gegen Terroristen, Menschen, die unsere Rechtsordnung, unsere Gesellschaft, unsere
unsere Ansprüche an eine gerechte Welt hinterfragen oder ablehnen, die völlig andere Vorstellungen haben von dem, was wir unter Rechtsstaat, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Mitwirkung, Redefreiheit verstehen. Gerade diese Menschen lachen sich ins Fäustchen, wenn wir uns hier wandeln zu einem Polizeistaat und Kompetenzen abgeben, die ganz klar einer richterlichen Begutachtung unterliegen. Und wenn wir hingehen und einfach neue Begriffe erfinden, um jemandes habhaft zu werden und jemanden irgendwie sichern zu können, wahrscheinlich auch noch mit komplett untauglichen Mitteln, wenn Sie das im Detail dann anschauen. Wir sind da schlicht und ergreifend auf dem Holzweg. Und vielleicht noch ein letztes Wort. Die Problematik, dass es Leute gibt, die gegen den Staat sind, gegen unsere Gesellschaft sind, die vielleicht sogar gefährlich sind, ist ja auch keine neue. Die Legende sagt, dass mal einer war, der hieß Gessler, der hatte dasselbe Problem. Er konnte nicht unterscheiden und war nicht sicher, wer ihm denn hilft und wer nicht und wer gegen ihn ist. Und da hat er einen Hut auf eine Stange gestellt und gesagt, wer den Hut nicht grüßt, das ist einer von denen. Bitte treten Sie nicht ein, und wenn Sie doch eintreten, dann unterstützen Sie die Rückweisungsanträge, die gut formuliert sind und einige der Probleme lösen können. Danke. Monsieur Flach, vous avez une courte question de Monsieur Floury.